Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und heute gibt's mein Pendel-Deck-Profile mit den Endymion-Karten drin und der neuen Karte Celine, Königin der Meistermagie. Der Meistermagier, ich kann nicht lesen. Richtig starke Karte, wir werden noch drüber gehen, wie ich das spiele und wie das funktionieren soll. Dann würde ich sagen, fangen wir direkt an. Es wird ein relativ schnelles Profile sein, weil die meisten Karten sollten schon bekannt sein. Wir spielen dreimal den großen Endymion. Die Karte ist halt als Scale-Effekt richtig stark, dass wir was zerstören können. Und wir haben meistens genug Counter, um ihn zu resolven, deswegen ist die auf 3 wirklich mandatory. Und sie ist ein Level 7 Monster, das heißt, wir können mit ihm auf das Odd-Eyes Monster gehen und halt Vortex machen. Das ist halt auch extrem stark. Dann spielen wir die anderen alle als One-Off. Eine Refection, einen Magister und die eine Dienerin, die uns da geblieben ist. Ich habe viele gesehen, die Reflection auf 2 spielen. Finde ich komplett unnötig. Ihr braucht nicht die zweite Reflection, weil entweder sucht ihr sie, das ist ja möglich, oder ihr habt sie schon auf der Hand, aber ihr braucht sie wirklich nicht mehr als einmal, weil sie ist halt wirklich ein Brick, wenn ihr sie zweimal zieht. Weil sie macht einfach nicht viel, außer sich von der Hand spezial zu beschwören. Das ist halt nicht so geil. Deswegen wollt ihr sie eigentlich nicht auf der Starthand haben. Aber das sind quasi alle Endymion-Monster, die wir spielen. Das sind ja auch alle, die existieren. Dann kommen wir zur nächsten Engine. Das ist dreimal die Magische Entführerin. Die Magische Entführerin ist eine richtig starke Karte. Die hat zwei Effekte. Zum einen als Monster-Effekt kann sie uns ein Level 1 Monster suchen, Level 1 Hexer-Monster. Und als Scale-Effekt kann sie uns ein Pendel-Monster suchen. Der Scale-Effekt ist richtig stark, aber auch der Monster-Effekt ist richtig gut. Weil wir können damit die nächste Karte suchen, das ist nämlich die hier, Magician Souls. Ihr spielt jetzt hier dreimal, ihr könntet theoretisch einmal spielen oder zweimal. Ich persönlich bin aber ein Fan davon, die auf der Hand zu haben, damit ich nicht gezwungen bin, die über die Entführerin zu suchen, sondern dass ich halt direkt die Kombo machen kann mit Souls, um dann mit Celine was zu reviven. Deshalb spiele ich die dreimal, aber sie ist natürlich relativ teuer. Sie wird wahrscheinlich aber jetzt deutlich günstiger werden, weil Spiral eher tot ist. Deswegen auf jeden Fall die Souls. Einmal würde ich sie auf jeden Fall spielen, weil wir sie halt suchen können über den Führerin. Das war's quasi mit dieser Engine. Dann kommen wir jetzt zu den Mythical Beast Monstern. Da spielen wir dreimal den Cerberus. Das ist eine Starterkarte, die wollen wir eigentlich immer auf der Starthand haben. Deshalb ist die Karte auch richtig stark, deswegen spielen wir sie auch dreimal. Ich habe viele gesehen, die haben die auf 2 gecuttet, was ich nicht verstehen kann, weil die Karte ist einfach richtig stark. Und das Ziel ist ja, dass wir die Karte ziehen, weil wir können die halt nur resolven, wenn wir sie halt ziehen. Und wir können sie mit verschiedenen Karten in die Hüte schicken, um sie mit Celine zu reviven, weil der Effekt ist nicht once per turn. Das ist wichtig. Dann spielen wir zweimal Jekyll King. Wir spielen ihn extra nur zweimal, weil wir halt die drei Cerberus spielen. Wir können auch theoretisch die Cerberus komplett cutten und ihn dreimal spielen, das würde ich aber nicht machen, weil wir dann weniger oft den Jekyll King auf der Hand sehen werden. Deshalb würde ich ihn immer spielen. Dann spielen wir noch einmal den kleinen Jekyll und einen Garuda. Ich habe viele gesehen, die haben Garuda auch gecuttet. Ich bin immer noch der Meinung, dass wenn wir schon den Jekyll King in der Hand haben, dass es hilfreich ist mit dem Meister Cerberus, Garuda zu suchen, damit wir den auf der Hand haben, damit wir als Handtrap den Spezial beschwören können. Das heißt, es ist eine zusätzliche Interruption in der Hand. Und wenn wir Second gehen, kann die halt eine Spell Trap schießen, was halt ganz hilfreich ist. Aber eigentlich der primäre Effekt, warum die hier drin ist, ist der Handtrap-Effekt. Das war's mit allen Mythical Beast Monstern, die wir spielen. Nächste Engine. 3 Chrono. Und einen Timegazer. Viele haben die gecuttet. Ich hatte sie auch erst rausgenommen, wieder reingepackt. Sie ist halt ein extra Monster auf dem Feld. Und das Schöne ist, dass halt der Effekt zum Crushen, dass der nicht Monster Return ist. Das heißt, wenn wir das Spezial beschwören, können wir es nochmal machen. Das ist wirklich extrem hilfreich, weil wir damit extra Monster aus dem Feld bekommen, um Celine zu machen. Weil der neue Gameplan ist, macht Celine, holt das Monster zurück und damit habt ihr mehrere Möglichkeiten. Die auf jeden Fall nicht unwichtig, würde ich auf jeden Fall spielen. Dann kommen wir zum letzten Monster. Das ist einmal der eine Spellbook Magician of Prophecy. Auch da, ich habe viele gesehen, die zweimal spielen, damit wir halt Crowley resolven können. Ich finde die Idee dahinter auch ganz gut.
Das funktioniert aber in einem 40-Karten-Bild nicht unbedingt. Das könnt ihr, wenn ihr 60 Karten spielt, könnt ihr das machen, damit ihr das Crawley auf jeden Fall resolven könnt. Aber für die Konstanz ist es halt gut, wenn ihr wirklich nur einen davon habt. Damit ihr wirklich nicht da zwei auf der Startern habt, weil zwei auf der Startern ist halt extrem doof. Ne? Ist jetzt nicht super schlimm, weil ihr könnt mit dem einen ja das Siegel suchen, das Knowledge und dann halt einen anderen abwerfen. Trotzdem ist es nicht gut, weil ihr möchtet lieber andere Karten in der Hand haben. Dann kommen wir zu den Zauberkarten. Das sind unsere Searcher und Seek-Karten. Wir spielen logischerweise dreimal Meisterung der Zauberkraft. Die suchen uns alle Endymion-Karten. Wir spielen drei Pot of Desires, weil wir damit Karten ziehen können. Wir spielen drei Law of Darkness. Wir haben zwar nicht super viele Dark Monster, aber wir können den schlimmsten Fall mit Swords abwerfen. Und sie geben uns halt extra Zauberkarten, damit wir halt mehr Counter generieren können. Die Seis ist halt einfach richtig stark. Dann spielen wir für die Spellbook Engine zwei Secrets und das eine Knowledge. Die Ratio finde ich wirklich gut. Ihr könntet theoretisch Blue-Bot zweimal spielen, aber ich finde die Ratio wirklich gut mit den zwei Secrets, weil wir sie halt schon ziehen wollen irgendwie, aber nicht unbedingt. Dann das eine Knowledge und halt Spellbook, Mention of Prophecy. Und wir spielen noch einen Upstart Goblin, weil die Karte einfach eine Zauberkarte ist, die wir immer aktivieren können. Und wir spielen noch einmal zwei mythische Institutionen. Ich lege das mal hier hin. Die könnt ihr auch theoretisch auf 3 spielen, weil der Sucheffekt ist nicht Once Per Turn. Aber wenn wir ja wirklich mehrere davon ziehen in der Starthand, macht die halt eigentlich gar nichts. Deswegen würde ich die nicht mehr als zweimal spielen. Sonst habt ihr nämlich ein Problem, weil wir nicht so viele Counter auf die Karte generieren können, wenn wir die Mythic Beast Monster nicht crushen können. Deswegen würde ich sie nicht mehr als zweimal spielen. So, das war's mit den Searcher und Seekern. Wir kommen mit den letzten drei Zauberkarten fürs Main Deck. Das ist einmal Monster Reborn. Die wird natürlich im Pendel extrem wenig gespielt. Was ich verstehen kann, weil die meisten Karten gehen ins Exodus zurück. Aber mit Celine haben wir jetzt die Option, dass wir mehr Karten in den Friedhof legen können und mit Reborn können wir die reviven. Das heißt, aus Reborn kann ein Negate werden oder halt ein extra Celine oder ein anderes Link 4 Monster zum Beispiel, wenn wir Celine zurückholen können. Oder wir können mit ihr auf Celine gehen, wenn wir halt einen Link 2 Monster zurückholen. Deswegen ist Reborn im Deck schon echt richtig stark. Dann die eine magische Zitadelle. Wir spielen auch keine Terraforming mehr, weil wir die nur spielen, dass wir sie suchen können, falls wir es nötig haben. Und wir spielen noch einmal das eine mystische Bestiarium. Die Karte kennen nicht so viele. Ich habe sie vorher auf 3 gespielt, habe das ein bisschen ausprobiert. Wird in dem 60-Karten-Bild funktioniert das richtig gut. In dem 40-Karten-Bild, den wir jetzt hier haben, also das sind halt 42 Karten. Das heißt, ich könnte theoretisch die beiden Karten. Hättet genau 40 und alle wären glücklich, aber ich spiele 42, weil ich die Utility von den meinen Karten ganz gut finde. Die Karte hat die Fähigkeit, dass ihr die obersten 2 Karten eures Decks auf den Friedhof legt. Und dann könnt ihr 2 Spellcounter auf eine Karte legen, die auf dem Feld ist. Das ist richtig stark, weil diese eine Karte sorgt halt dafür, dass wir eigentlich alle unsere Effekte resolven können. Ob es der Abductor ist, der Servant, Celine können wir damit wieder aufpushen, das ist ziemlich, ziemlich gut. Und wenn die Karte vom Gegner zerstört wird, wenn die verdeckt ist zum Beispiel, dann können wir ein Level 7 oder höher Hexermonster, auf das wir Spell unterlegen können, von unserem Deckspezial beschwören. Gute Karte. So, dann kommen wir zum Extra Deck. Das ist jetzt die Neuerung. Wir spielen 1, 2, 3-mal Celine, Königin der Meistermagier. Das ist eine richtig, richtig starke Karte. Zum einen wird sie ziemlich viele Spellcounter generieren, weil sie bekommt Spellcounter in Höhe der Anzahl der Zauberkarten in beiden Friedhöfen und auf dem Feld. Das heißt, je nachdem, wann wir eine Kombo sie rufen, kommt sie manchmal mit so 10, 12 Spellcountern aufs Feld, was richtig, richtig stark ist. Weil wir können damit ihren Effekt resolven plus Endymion, das ist dann echt richtig stark. Und der Special Summon Effekt vom Friedhof ist nicht once per turn. Also der ist halt once per turn, also pro Kopie, aber nicht pro Karte. Das heißt, wenn wir 2 davon rausbekommen, können wir das auch 2-mal machen. Das Monster muss halt in die Zone kommen, auf die Celine zeigt, was jetzt nicht unbedingt super schlimm ist. Und wir können sie halt mit Maskerena holen, das ist auch ganz witzig. Und die Karte kann nicht angegriffen werden, solange ihr eine Endymion-Karte kontrolliert. Das ist ein Effekt, der sehr oft übergangen wird, der aber auch relevant ist. Dann kommen wir zur nächsten Karte.
Die nächste Karte kennen garantiert alle. Das ist IP Mascarena. Und für IP Mascarena spielen wir natürlich auch einige Targets. Das ist einmal der Unicorn. Apollosa. Evermax. Und ich spiele noch einmal losgekettete Scheußlichkeit. Weil... Also der Grund dahinter ist ganz einfach. Wir haben oft das Board, das wir Selene liegen haben und hier Mascarena. Das Problem ist, wenn wir das machen, können wir zwar Apollosa machen mit zwei Negates, aber der ist dann nicht so stark. Das heißt, wenn unser Gegner Monster hat, was einfach drüber rennen kann, bringt uns das nichts. Und wir können mit diesen beiden Monstern die Scheußlichkeit machen, die hat 3000 und kann was zerstören. Deswegen ist die manchmal hilfreich. Deswegen würde ich sie auf jeden Fall da spielen, weil sie relativ einfach zu machen ist in dem Deck. Mit Celine und Mascarena. Deswegen würde ich sie da auf jeden Fall auch spielen. Dann spielen wir noch einmal den Ballsaw Dragon. Einfach fürs OTK. Richtig starke Karte. Dann spielen wir den Tankbrecher und Crowley. Unsere Starter Link Monster. Also wir haben drei Link 2 Monster. Das ist richtig stark. Den einen Nightmare Phoenix. Der ist essentiell wichtig. Dann spielen wir noch einmal Beatrice, ewige Dame. Die ist wirklich nur dafür da, um Sachen in den Friedhof zu werfen, die wir mit Selene wieder zurückholen können. Dafür ist ja der oder mit Monster Reborn irgendwas in der Richtung. Dann spielen wir noch einmal Absolutrache und den Vortex, weil wir mit den Main Deck Monster mit Reflection und Endymion ihn hier machen können und dann Vortex special können, wenn wir den weglinken. Deswegen spielen wir das. Ihr könntet theoretisch aber auch die drei Karten cutten und die andere Karten spielen. Weil diese Interaktion hier, also die hier mit den beiden Karten, kommt nicht so häufig vor. Wegen meinem Deckbild. Beatrice kommt relativ häufig tatsächlich vor. Weil wir können mit ihr halt jedes Hexamonster in den Friedhof legen. Oder wir können, das ist auch ganz witzig, wir können mit Beatrice auch eine Zauberkarte in den Friedhof legen. Zum Beispiel die Meisterin der Zauberkraft. Wenn wir die Meisterin der Zauberkraft auf den Friedhof legen, und wir haben einen in der Hand und aktivieren die, können wir anstatt 1 per Counter 2 legen, weil wir einen davon im Friedhof haben. Und das kann manchmal das Game entscheiden, weil wir dann halt mehr Spell Counter haben und vielleicht einen Effekt resolven können, den wir anders nicht hätten resolven können. Das ist auch eine ganz interessante Idee. Ja, das war es aber schon mit meinem Pendel-Deck. Ich muss wirklich sagen, dass Selene eine richtig, richtig starke Karte ist. Und die gibt uns halt wirklich viele Möglichkeiten. Ihr könntet Selene auch zweimal spielen. Ihr müsst sie nicht unbedingt dreimal spielen. Aber ich habe halt gerne die Utility, dass ich sie wirklich dreimal habe. Und sie ist einfach eine sehr hübsche Karte. Guckt euch die an, die ist einfach wunderschön. Fast so schön wie die Zitadelle. Die Zitadelle ist auch wunderschön. Deswegen spiele ich sie auch, weil sie wunderschön ist. Das war's mit meinem Deckbefall zu Pendel Magier. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch mal gerne ein Like da. Und wenn ihr mehr von meinem Content sehen wollt, gerne ein Abo dalassen. Und dann würde ich sagen, bis dahin oder rein. Ciao, Leute!